Es geht um die Freiheit. Es geht um den Auszug aus der Angst. Das ist für mich gerade in diesen Zeiten ganz zentral. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Deswegen ist die Freiheit ein ganz zentraler Impuls, wenn ich mich engagiere, gesellschaftlich, politisch, ganz egal wo, dass wir frei leben können und dass wir eben auch frei von Angst leben können. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Martin Luther, die Reformatorinnen und die Reformatoren haben uns das vorgemacht, wie das geht. Es geht natürlich um den Mut und manchmal ist es ja so, dass man denkt, sag ich das jetzt oder lasse ich es lieber? Wenn ich es lieber lasse, dann kann ich in Ruhe zu Hause weiter Kaffee trinken. Wenn ich es sage, kann es sein, ich kriege richtige Schwierigkeiten. Diesen Mut braucht es und ja, manchmal braucht es auch den Mut, auf die Straße zu gehen und für eine ganz andere Gesellschaft zu kämpfen. Und an so einer Stelle sind wir, glaube ich, auch gerade, dass wir wieder den Mut haben müssen, uns auch nach außen zu zeigen und zu sagen, wir treten ein für unsere Freiheit, wir treten ein für unsere offene Gesellschaft und wir treten ein für die wunderbare Vielfalt, in der wir leben. Na, er hatte ja nun wirklich viele Facetten und wir kennen unterschiedlichste Bilder. Wir kennen die Bilder von dem schmalen, jungen Martin Luther, der sich auf den Weg gemacht hat und wir kennen die von dem bräsigen Hausvater, der später eher eine autoritäre Ausstrahlung hatte und beides gehört zusammen. Und Martin Luther, ich finde auch gar nicht so schlimm, wenn jemand ihn zum Helden macht. Also insofern, ja, der ist schon derjenige, der das Bild dafür ist, dass man es durchstehen kann, dass man es durchhalten kann, auch wenn es ganz dicke kommt und auch wenn es ganz schwer wird. Und natürlich ist er auch das Bild dafür, dass es gut ausgeht und dass man dann hinterher sittsam und fröhlich beim Essen sitzen kann und das Leben genießen. Beides gehört ja irgendwie zusammen bei Martin Luther. Ich wäre gerne ein bisschen mehr wie Martin Luther. Viele sagen ja, die ist immer so gelassen und so ruhig und so verbindlich und so. Und manchmal denke ich, ich hätte manchmal gerne mehr von diesem unbedingten Mut und Willen, auch richtig hart reinzugehen und richtig hart zu provozieren. Ich merke bei mir, dass die Leute immer ganz erschrocken sind, wenn ich es an irgendeiner Stelle tue. Und denke ich manchmal, das könnte ich eigentlich öfter machen, um so viel Erschrecken und Provokation zu erreichen. Also ein bisschen mehr Luther würde mir wahrscheinlich ganz gut tun. Luther war offensichtlich Antisemit und ich bin sehr froh, dass wir das in unserer Kirche mit aller Klarheit aufgearbeitet haben, dass wir nicht dem Antisemiten Luther nacheifern womöglich oder ihm gar dann Rabatt geben, so nach dem Motto, die Zeiten waren halt andere. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, wir reden viel auch über die Reformatorinnen, aber die Frauen der Reformation hatten jetzt auch kein ganz leichtes Leben und heute würde man wahrscheinlich sagen, Luther war schon auch ein ganz schöner Macho.